So, wo bin ich jetzt? Wir haben jede Menge Beschwerden über die Temperaturen im Datenkernraum. Zu heiß? Nein, zu kalt. Ich glaube, die Lüftung ist zu stark eingestellt. Ich schicke jemanden hin. Lauft ihr da weg? Oder muss ich euch auseinandernehmen? Ist nicht so gut. Sonst hätte ich das Ding gehackt. Oh, sie geht weg. Und dann könnte ich den Typen da um die Ecke ziehen. La 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 la. Hey. Gute Nacht. Jetzt kann ich das auch unverschollten hacken hier. Mann, ich bin so stealthy. Das könnte man kaum glauben. Ah. Zugriff gewährt. Bingo. Inaktiv. Was auch immer ich jetzt deaktiviert habe. Und ich befinde mich jetzt schon ziemlich tief im... Ja, was war das denn? Im Kern des... Warte mal. Ich muss mich gerade wieder orientieren. Okay, ja, ich weiß wieder, wo ich bin. Ja, doch, doch. Okay, bis zu diesem Punkt bin ich auch in etwa gekommen. Jetzt sollte ich bloß nicht zacken. Was sagt der Typ? Redet der mit mir? Halt, das will ich jetzt so nicht rausfinden. Ist lustig, wenn die nicht alarmiert sind, wie sie dann überhaupt nicht auf das, was du machst, reagieren. Die Aktien von N-Pro waren im Tagesverlauf eingebrochen. Und wie sie sich einfach die Credits abnehmen lassen. Was hast du denn zu erzählen? Oh, ist das hier schön warm. Ich komme gerade aus dem Datenkernarchiv. Ist saukalt da drin. Ja, das habe ich gehört. Schlimme Geschichte, das. Bekanntgabe der Übernahme. Durch den Kauf steigt der globale... Leute, ihr guckt zu viel fern. Ein PDA? Neue Zugangscodes. Ach wirklich? Mussten sie mir das schicken? Ich habe den verfluchten Code geschrieben. TYM Sicherheit schrieb, Achtung, aufgrund von Handlungen eines ehemaligen Mitarbeiters sind wir gezwungen, universelle Reparaturen an unserer Firewall und unserem Kommunikationsnetzwerk vorzunehmen. Moment, wir erinnern uns, im ersten Teil sagt unser Jensen, also wir, zu Pritchard, hast du denn die Firewall repariert? Und was sagt der nette Pritchard? Sie verstehen davon nichts, Cop. Firewalls kann man nicht reparieren, es gibt Sicherheitslücken und die kann man schließen. Bingo. Die haben hier keine Ahnung, Moment. Und dann geht's noch weiter. Squan, Radium. Anmeldeinformation. Vielleicht muss ich das auch irgendwem sagen. Also Squan, Radium muss ich mir merken. Aus Sicherheitsgründen sind ihre aktuellen Anmeldedaten ab Mitternacht heute Nacht nicht mehr gültig. Na, okay. Wir wissen Bescheid. Dann ist ja auch alles in Ordnung. So, und ich schätze mal, ich muss da rein. Wo wollen Sie denn hin? Zur Datenzentrale hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Sie kommen da nicht rein. Pheromone aktivieren, bluffen. Hä? Möglichst viele Informationen sammeln. Okay, das ist ja interessant, das habe ich noch nie so gemacht. Mal sehen. Tut mir leid, ich bin neu hier. Ich muss mich erst noch ein bisschen orientieren. Hören Sie, ich will nicht wieder falsch abbiegen und irgendwo landen, wo ich nicht sein sollte. Können Sie mir sagen, ob diese Tür der einzige Zugang zur Datenzentrale ist? Die ist groß, Neuer. Zwei Stockwerke. Aber die Zugänge sind verriegelt und ich glaube kaum, dass die Wachen in der Sicherheitszentrale sie an ihr Terminal lassen. Wachen in der Sicherheitszentrale, danke schön. Oh, hier etwa? Da unten genauso? Darf ich da rein? Das habe ich gesehen! Oh, shit. Nein, das mache ich so nicht weiter.
Ich will das jetzt komplett unaggro machen. Auf Hobby-Schwierigkeitsgrad. Darüber können wir hoffentlich hinwegsehen. So, das lief ja eben gar nicht so schlecht. Halt, ich muss erst da rein und... ...innerhalb des multinationalen Giganten melden, dass er erfolgreich... Das war doch das. Neue Zugangscodes. Anmeldeinformationen. Ist das nicht der Datenkern? ...seinen schottischen Konkurrenten N-Protec aufgekauft Big hat. Big Brother. Die Aktien von N-Pro waren ich sag mal, wieder ihr passiert. Eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht da kommt auch nichts mehr. Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. Ja, verstehe. Stehst unter großem Druck. Ganz Wo wollen Sie denn hin? Zur Datenzentrale hat nur Autorisierung. Okay, das kennen wir schon. Er ist ein Beta-Typ, mal gucken. Das muss ein Scherz sein. Die haben mich ohne korrekte Zugangspapiere hier raufgeschickt. Mann, was gebe ich dafür, einer von euch Sicherheitsleuten zu sein? Sie sind doch bestimmt zugangsberechtigt, oder? Ich wette, Sie dürfen hier überall rein. Fast. Und die Räume, in die ich nicht reinkomme, sehe ich auf den Bildschirmen im Überwachungsraum. Wie in dem Raum nebenan. Ist das der einzige Überwachungsraum, von dem aus man die Datenzentrale sieht? Nein, es gibt noch einen zweiten. In dem sieht man zwar nicht so viel, aber dort werden die meisten Laser gesteuert. Und er ist klimatisiert. Cool. Ja, außer wenn die Kaltluft aus den Lüftungsschlitzen einen der Laser in Mitleidenschaft zieht. Dann fängt das Scheißding an zu blinken. Eigentlich soll das Wartungspersonal sich darum kümmern. Aber so wie der Hase hier läuft, wird das nicht so bald passieren. Ich weiß genau, was Sie meinen. Die langsamste Abteilung hier. Aber wahrscheinlich bekommen die auch keine Zugangsberechtigung. Okay, nochmal. Ist das ein Laborexperiment oder so? Ich hoffe, die haben dir die Sicherheitsrichtlinien erklärt, bevor sie dich rausgelassen haben. Das ist ja ganz interessant, was ich hier gerade mitbekommen habe. Okay, warte mal. Nochmal speichern. Jetzt habe ich wieder ein paar interessante Dinge erfahren. Mal gucken, hier muss es also noch irgendwo eine... Also sagen wir mal, das ist wirklich das hier. Wenn ich mich da reinhacke, wird der hoffentlich nicht aggro. Zugriff gewählt. Gut, das hat geklappt. Alles okay, nichts passiert. Nichts passiert. Hallo. Oh, da liegt was. Habe ich etwa vorher schon sowas fallen lassen? Der Whisky muss weg. Mein Kumpel würde mich dafür jetzt hassen. So. Das hatten wir auch schon gelesen, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Mein Gehirn spielt meinen Streich. Ich sag mal pausiert und ich gehe nochmal einen Ticken runter. Eine Nachricht von Windmill ist das. Aber das ist nicht der Raum, den ich mir erhofft hatte. Sagt ihr denn nicht was von dem Raum hier nebenan? Wir machen jetzt eine kleine Pause für eine Mitteilung unseres Sponsoren. Ah, Moment, ich habe ja gar keine schmierigen Sponsoren. Dann reden wir eben einfach unzensiert weiter. Dann reden wir einfach unzensiert weiter. Die Aktien von N-Pro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly. Also hier gab es eigentlich nichts Sinnvolles, das weiß ich noch. Macht doch eure Fernseher aus, Kinder. Ich verstehe das jetzt nicht. Auf sein Privatkonto gelangt waren. Vermutlich nur ein Schreibfehler, witzelte Sao. Das hatten wir auch schon. Präsidentin von Taiyong Medical bei der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme. Heißt... Ich muss in den Raum kommen. Irgendwie. Oder? Und wie wird das Ding gesteuert? Wenn der Typ nicht sieht, dass ich das Ding hacke, ist es dann wirklich gehackt? Das wäre jetzt mal gut zu wissen, wie diese Dinge funktionieren. Okay, gesaved habe ich eigentlich eben. Eine falsche Bewegung bei TYM könnte deine letzte sein. Egal wer du bist.
Okay. Hm. Also das nimmt jetzt schon wieder einen ganz lustigen Twist an. Mal gucken, was jetzt passiert. Bleiben Sie zurück, Sir. Das hier geht Sie nichts an. Okay, er hat mich gewarnt. Das mache ich dann doch nicht. Puh. Gut, dann gehe ich nochmal runter. Weil ich kann mich erinnern, es gab weiter unten einen Sicherheitsraum. Und er meinte, das Ding wäre 2 Stockwerke hoch. Dieser Datenkern, wie soll man sagen. Bedeutet für mich persönlich, ich könnte da drin auch noch irgendwas finden. Sofern ich mich natürlich unauffällig verhalte. Nee, ich glaube, das ist das Terminal für drüben. Da brauche ich eigentlich nichts machen. Aber genau, hier gibt es den Sicherheitsraum. Das reicht. Zurück. Okay. Okay, mache ich einen kurzen Save und probiere das Terminal von hier außen aus. Wobei, der Typ da oben könnte mich auch sehen. Das ist ganz... Das hört sich eben uncool an. Nichts drin? Lee Gang. Mal gucken, da hacke ich mich doch mal rein. Nee, das klappt so nicht. Muss ich so weitermachen? Zugriff gewährt. Gib mir ein Nuke-Virus. Militäraugmentierung. Und wenn das Ding verschwunden ist, könnt ihr pausieren. Und ich mach das Ding zu. Das muss ich mir nachher selber durchlesen. Das hört sich sehr interessant an. Hey, ich habe was gefunden. War ich da schon mal? Sind hier welche? Hier war ich. Doch. Ja, hier war ich. Klar. Das heißt, das ist der Security-Raum da drüben. Hm. Wie stelle ich das am besten an, ohne dass das jemand hört? Mal testen. Bleiben. Sie setzen sich wieder. Okay, ich kann dem eins mit dem Scharfschützengewehr verpassen und dem anderen eins rüberbolzen. Halt, das wollte ich so nicht. Natürlich sind sie trotzdem alarmiert. Lecco mio. Nee? Das hat jetzt wohl doch nicht weiter gejuckt. Und was hat mir das jetzt gebracht? Das ist doch der Sicherheitsraum. Irgendwas muss ich hier anstellen können, sonst wäre das ja alles umsonst. Da ist ein Terminal. Admin 2. So, Spam. Das Ding. Oh, jetzt habe ich versehentlich, glaube ich, was mit aktiviert. Das geht mir irgendwie zu schnell. Ja, die Zeit reicht. Zugriff gewährt. Das hat mir aber viel gekostet. So, und was ist das für ein Raum? Das ist der obere Raum. Toll, das war komplett umsonst. Ha.
Ich werde mir die Konsequenz jetzt trotzdem mal angucken. Drehen die Leute komplett hohle? Nö, gar nicht. Die haben davon gar nichts mitbekommen. Ach, der da oben nicht. Der hat nicht mal gemerkt, dass sein Ding ausgegangen ist hier. Okay. Aber jetzt frage ich mich ja doch, wozu dieser Sicherheitsraum hier? Ich muss ja dann wirklich an diesen Typen vorbei. Und diese Laserabsperrung lässt mich selbst unsichtbar nicht durch. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar, könnte es hier noch was gegeben haben? Unter Umständen? Der ist freigeschaltet, das hatte ich schon. Hier gibt es nichts besonders Geheimnisvolles. Was hat es mit dem Bereich auf sich? Ach, hier hätte ich eine Abkürzung gehen können. Mit diesen Kisten, nehme ich an. Zumindest meinte ich das mal in einem Video gesehen zu haben. Gerade die Stelle oder eine ähnliche Stelle. So. Wieder eine Kiste. Hier geht's aber nirgendwo hoch. Ich kann den Typen umbarzen, das bringt mir aber gar nichts. So. Ich kann jetzt einfach nochmal gucken. Hier ist ein Typ, dahinter lag oder gab es, glaube ich, noch mal einen. Wenn ich den Typen einfach umhaue, sind die anderen auf den Plan getreten. Das hat also nichts gebracht. Ich muss aber, wie es aussieht, wirklich in den Datenkern. Und das ist kein richtiger Sicherheitsraum. Oh, warte mal. Aus China erreicht. Was ist das überhaupt hier? Keine Ahnung. ...über ein gewagtes Manöver des Biotech-Unternehmens Taiyong Medical. Quellen innerhalb des Multinationalen-Giganten melden, dass er erfolgreich seinen schottischen Konkurrenten N-Protech aufgekauft hat. Die Aktien von N-Pro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies Interessant. Die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht erklären. Wir wissen etwas über die Firma, aber ich werde es erstmal abspeichern und einen kurzen Cut machen.